Hi. Oh, das ist ein guter Thumbnail. Wo bist du? Morgen, Jungs. Und Mädels. So, wir spielen weiter in unserem Super Safe Game. Wir sind immer noch an unserem Ausgangspunkt, weil wir letztes Mal irgendwo gestorben sind. Was war da nochmal? Ach ja, wir wurden von Chewbacca erschlagen. Nein. Sind dann in der Pocket Dimension gelandet. Genau, in der Pocket Dimension haben wir. Ja, das war's im Prinzip zusammengefasst. Hast du dir den mal genauer angeguckt? Das sah aus, als wären da so lauter so kleine Zähne und Augen irgendwie. So wie Deep Learning war das. Deep Learning? Was ist das? Ja, kennst du nicht, so wie Computer Bilder versuchen zu interpretieren und Muster darin zu erkennen. Das schaut dann aus, als ob da über so Augen und Fellmuster, so Hundegesichter, Fische. Und das ist total komisch. Ah ja. Und alles, was die halt rein interpretieren, wird dann auf das Bild projiziert, damit wir das dann sehen können. Ich muss dir mal bei Bedarf zeigen, bei Gelegenheit. Das ist so wie bei Photoshop, wenn du inhaltsbasierend füllst, oder wie? Nee. Nee, glaube ich nicht. Was meinst du? So, warte mal, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ja. Ich weiß, dass wir letztes Mal durch Zufall noch den Computer gesehen haben. Den brauchen wir, falls wir durch die Gates kommen wollen. Was ist denn überhaupt dein Ziel heute? Ja, an den Spielstand jetzt weiter zu spielen und vielleicht mal ein Gate zu finden. Ein Gate. Okay. Weil, sonst alle SCPs haben wir im Prinzip, ne? Die jetzt neu sind. Ja. Ja? Haben wir alle. Bist du dir jetzt sicher? Ja, haben wir. Hast du reiflich überlegt? Ja, doch. Denk nach. Gedankenblitz. Keiner. Kennt das noch jemand? Kennst du das noch? Jimmy Neutron? Ja, Jimmy Neutron kenne ich, aber mit dem Gedankenblitz jetzt nicht mehr so. Gedankenblitz kennst du nicht, also wenn du Jimmy Neutron kennst, dann kennst du den Gedankenblitz. Ja, kann sein. Ist ewig her. Kennt ihr noch Jimmy Neutron? Schreibt's in die Kommentare. Ach ja, apropos in die Kommentare schreiben. Ah, gut, dass du daran gedacht hast. Ja. Ja, ich habe den Computer gefunden. Agario. Oh, geworfen. Und zwar, weil wir euch vor einer Weile mal ein bisschen was mit der Gala versprochen haben, wir keinen Termin finden, wo wir alle Zeit haben. Deswegen, in nächster Zeit folgt mir auf Twitter. Jedes Mal, wenn ich Agario spiele, werde ich einen Link posten, damit ihr dann mitspielen könnt, wenn ihr Zeit und Bock habt. Und damit ich euch im Spiel dann vielleicht erkenne, könnt ihr jetzt in die Kommentare hier schreiben, als Vorschlag für einen Clan-Tag sozusagen. Fred hat vorhin schon FHD vorgeschlagen. Falls ihr mir was Besseres habt. Nicht Penis. Nee, es darf ja auch nicht zu lang sein, weil sonst. Es darf nicht zu lang sein. Habe ich das echt gesagt? Ja. Oh Mann. Ja, weil die Zeichenanzahl für die Namen ja beschränkt ist. So. Ja, ich habe da nichts Schlimmes reininterpretiert in die Aussage. Bin ich jetzt in der Heavy Zone? Das hat aber zu gut gepasst einfach. Ja. Genau, und okay. Aber muss ich dir auf Twitter folgen? Ja. Scheiße. Nee, ich bin zurzeit voll selten auf Twitter irgendwie. Keine Ahnung, mich interessiert kein Mensch, den ich folgen könnte. Twitter ist, ich glaube, in Deutschland eh nicht so beliebt. Nee. Aber es ist ja auch eigentlich nur, um irgendwelchen Promis zu folgen. Irgendwelchen YouTubern. Ja, so als kleinen Draht zur Außenwelt vielleicht. Oh! Du bist trapped. Boah! Was ist das? Corrosion? Corrosion. Heißt es, dass du ihn gesehen hast, oder? Oder getouched, vielleicht so ganz leicht. Ganz leicht getouched, da hätte er dich aber ganz leicht in die Pocket Dimension geschmissen, glaube ich. Vielleicht hat er nur meine Kleidung berührt. Und dadurch habe ich die Berührung eben empfinden können. Ohne dass er mich richtig berührt hat eben. Ja.
Das glaube ich auch. Ich muss aufpassen, dass ich den anderen nicht. Uhuhu. Warum ist der jetzt eigentlich da unten? Ist der jetzt immer da? Scheinbar, ne? Ich würde aufpassen, wenn er sich dreht, dann könnte es passieren, dass er durch dich durchguckt. Ich glaube, wir sind sicher. Ja. Hast du dich jetzt getwistet? Ja. Getwistet? gut. Das wäre geschafft. So weit sind wir das letzte Mal auch gekommen. Ich weiß aber nicht mehr, wo wir lang gegangen sind. Weißt du das noch? Nee, kein Plan. Ich glaube, da sind wir durchgegangen. War das sicher schon? Ich glaube, da wollte ich nicht durchgehen, weil ich dachte, dass der da ist, aber da war er nicht. Jetzt ist er da. Eieiei. Danke. Oh. Ja, dass das ein Tesla Geld hat, ne? Ja, das hatten wir schon mal, ne? Wie machst du denn das jetzt? Bin ich flachen drauf? Entweder ich drehe mich um oder ich gehe rückwärts durch. Ah, du musst rennen. Geht es noch, dass man einfach rückwärts durchlaufen kann? Das ging mal, glaube ich. Nee. Nicht einfach so, aber. Der macht nicht auf, komm. Be careful. Ah, ist aus! Oder kommt eh nicht. Es hat aber bzzz gemacht. Ja, komisch. Es ist aus hier. Komm, du schaffst es. Du musst doch nur. Du willst Gate B machen, oder? Ist eigentlich egal, aber ich muss eh zurück. Oh, da ist er. Nicht. Weil der Computer in der anderen Zone ist. Und was brauchst du jetzt? Ein Electrical quasi. Ja. Aber dann müssen wir noch eine Zone weiter, oder? Guck, die sehen alle aus. Oh, oh, heißt das vielleicht, dass Nine-Tailed Fox schon da ist? Nee, der ist an. Weil die Durchsage, die hätten wir dann gehört. Hm, stimmt allerdings. Schon wieder Light Zone. Hä, hey, wo musst du hin? Wer ist die? Entrance Zone. Richtig? Ich weiß es immer nicht. Ich auch. Ist der erst in der Entrance Zone? Aber ich glaube, die erste ist doch die Light Containment Zone. Und dann kommt. Ja, dann kommt die Heavy Zone. Ja, der Electrical müsste dann. Entrance Zone. In der Entrance Zone. Das ist der Zombie Tunnel, in dem waren wir. Oh, wir können ihn einfangen. Das kann man machen. Oh, ich habe das Bedürfnis, da drauf zu jumpen, auf diesen. Man kann leider nicht jumpen. Erstens das und zweitens, wie würdest du wieder runterkommen? Wenn keiner den Schalter da drin umlegt. Gar nicht. Dann würdest du durch den, allein durch den Fallschaden von da runter zu springen, würdest du dann sterben. Hm. Was machen wir, Hammer? Der mit der roten und blauen Karte. Oh, hat eine neue Stimme, oder? Nein. Kennt die nicht? Nee, ich glaube auch, das war nicht. Da steht da L. Elo HD? Klingt wie so ein YouTuber. Hi, ich bin's, der Elo HD. Soll das eine H sein, ja? Ach nee, das heißt IID, oder? Denke ich auch. Ich hab meine Brille ein bisschen nicht. Spielt schon The Cooked Man, oder? Was ist The Cooked Man? Nix. Ich hab meine Brille nicht auf, wir spielen gerade Cooked Man. Achso. Hab ich nicht verstanden. Beim ersten Mal. Gut, den haben wir jetzt getrappt. Sehr schön. Aber das heißt auch, wir können diesen neuen Raum nicht nochmal sehen. Nein! Muss ich nochmal laden. Ja. Auf Anfang. Da war ich noch nicht. Wir können ja schon mal sagen, was wir das nächste Mal. Ne, sagen wir nicht.
Soll ich durch den Zombie-Tunnel gehen? Weiß ich nicht. Musst du wissen. Was ist dahinter? Weißt du es noch? Nee. Vor allem dein Gerät funktioniert sehr gut. Die Batterie ist anscheinend leer. Das könnte sein. Schaut jetzt nochmal drum. Ja, jetzt geht's ja wieder. Das mache ich auch immer. Das Spiel läuft noch. Aber gleich nicht mehr. Ich habe gar nicht war gedrückt. Ja, da stand irgendwie da irgendein Fehler, kann das sein? Aber diesmal. Failed to load, ja. Aber diesmal. Aber es ist nicht abgestürzt. Haben wir Glück gehabt. Meinst du, kannst du unten speichern? Hast du den Ring? Ja. Du kannst ihn anziehen, dann bist du vor dem geschützt. Okay. Vor dem Dog. Mach ich gleich. Machst du gleich. Ja, dann habe ich ja keine Stamina. Wollen wir es mal testen? Kannst du da speichern? Ne, das sind keine Monitore. Und jetzt, auch nicht? Jetzt, nachdem ich die Schalter betätigt habe, ist es eh blöd. Aber die Zombies töten. Wieso ist der weiß? Ein Albino. Er ist weiß? Dessen ist es neu? Ah, die Zombies kommen auch. Pass auf, der kommt. Der Zombie kommt. Also gegen den seinen Effekt sind wir auf jeden Fall sicher. Aber jetzt ist er da im Weg, ne? Haha, cheat. Gut, dass ich so viel sehe. Cheat. Nein! Und jetzt sollen die Zombies nicht kommen? Weißt du noch, wo die einmal drin standen in dem Ding und wir runtergefahren sind und sie fett erschrocken? Wir bewegen uns nicht. Jetzt steht er vor der Tür. Mach auf, bevor die Zombies kommen, die sind langsamer. Ist ja wurscht, der kann hochfahren, der kann eh nichts machen. Mach. Tja. Hi. Oh, das ist ein guter Thumbnail. Wo bist du? Jetzt ist er weg. Ich dachte, der kann jetzt Aufzug fahren. Wow. Ja. Gut. Reicht eigentlich schon wieder für heute. Ja. Aber das war jetzt wieder gut, dass wir das getestet haben. Frage, spielen wir das Safe-Go nochmal weiter? Nee, ne? Nee, ich hätte gesagt. Wir haben ja einen Plan für nächstes Mal. Ja. Und beim übernächsten Mal vielleicht ein paar Folgen Retro nochmal, die noch gefehlt haben. Ja. Bis, was haben wir gesagt? 067. Ja. Bis zu 067. Das sind, glaube ich, noch 3-4 Visionen. Und was wir machen wollten, das Placeholder-Model von 096 nochmal angucken. Genau, das können wir dann auch mit dem Zuge noch machen. Jo. Dann? Seid gespannt, was nächstes Mal kommt. Folgt mir auf Twitter für Aga.io und bleibt geschmeidig. Genau.